Notarzt hatte 2,2 Promille und andere Mittel im Intus. War er schuld am Tod dieses 83-jährigen Deutschen? Nun ist das Urteil gefallen. Im April 2023 musste er in Kroatien wegen Kreislaufproblemen hospitalisiert werden und anschließend nach München transportiert werden. Auf der Fahrt kam es aber zu einem Notfall. Der 83-Jährige verstarb in der Nähe von Villach. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs des slowenischen Arztes machte die Polizei einen Test. Das Ergebnis 2,2 Promille. Zudem konnten Cannabis und Schmerzmittel nachgewiesen werden. Der 34-jährige Arzt hatte wohl auch Fehler gemacht. Dem Strafantrag zufolge habe der Notarzt den Intubationsschlauch in die Speise anstatt richtigerweise in die Luftröhre eingeführt. Für den Sohn brach knapp ein Jahr nach dem Tod seines Vaters erneut eine Welt zusammen. Der Arzt weise nämlich vor Gericht jegliche Verantwortung ab. Vielmehr schuldigt er den Verstorbenen an, ihn geschlagen zu haben. Nur schwer vorstellbar, findet der Sohn. Seinem Vater sei vielmehr eine unnötige Narkose sowie Midazolam verabreicht worden. Zum Schluss gab es folgendes Urteil. Der Arzt sei nicht direkt für den Tod des 83-Jährigen verantwortlich gewesen. Die Fahrlässigkeit verminderte allerdings die Überlebenschancen beträchtlich. 600 € Geldstrafe. Mehr zum Fall findest du im Artikel über den Link in der Bio.